Liebe Erlangerinnen, liebe Erlanger, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch heute ein kurzes Update aus der Führungsgruppe Katastrophenschutz. Zunächst erneut herzlichen Dank an Sie alle. Wir hatten heute nochmal mit der Polizei Kontakt. Die Vorgaben, die werden eingehalten. Die Erlangerinnen und Erlanger sind sehr, sehr diszipliniert. Vielen Dank an dieser Stelle. Machen Sie weiter so. Uns erreichen im Bürgertelefon und auch bei der Polizei viele Fragen. Was darf man noch, was darf man nicht? Zwei Tipps an der Stelle. Die allererste Frage, und die kann sich jeder selbst stellen, ist das, was ich jetzt gerade machen möchte, weswegen ich das Haus verlasse, ist es unbedingt notwendig oder kann es noch ein bisschen warten? Die erste Frage kann man sich meistens ganz leicht beantworten. Und wenn es Unklarheiten gibt, wenn Sie sich nicht sicher sind, dann schauen Sie ins Internet auf www.bayern.de. Da gibt es eine sehr, sehr gute Übersicht und die gibt einem dann schon eine gute Einschätzung, was ist okay und was sollte man jetzt besser lassen. Aber natürlich können Sie sich auch weiterhin bei allen Fragen an das Bürgertelefon wenden oder auch an die Polizei. Eine zweite Änderung betrifft das Thema Kinderbetreuung und da von Personen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Da gibt es eine Änderung und die gilt bereits ab morgen, also ab Montag, dass wenn Sie im Gesundheitsbereich arbeiten und Sie müssen arbeiten, dann haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kind betreuen zu lassen. Und da gilt in Erlangen weiterhin, bringen Sie Ihr Kind einfach in die Kita und in die Schule, in die Sie sonst auch gehen. Und dort ist für die Betreuung gesorgt, sowohl für Krippen und Kindergärten, für Grundschulen und ansonsten bis zur 6. Klasse. Wenn da Unklarheiten sind, auch ein Blick ins Internet, da gibt's mehr Neuigkeiten dazu. Ansonsten halten Sie weiter Abstand und bleiben Sie gesund.